Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Let's Play Antimatter Chemistry zusammen mit mir, den lieben Silence. Ich habe noch keine Pause zwischendurch gemacht, weil ich den Kram fertig machen will, aber die Folge halt nicht zu lange in die Länge ziehen möchte. Wir haben nämlich letztes Mal angefangen, hier diese hübsche Anlage fertig zu machen, die uns sowohl Barium, Indium als auch Zinn liefert. Das heißt, wir haben hier wieder ein paar Sachen, die am besten... Ja, ich glaube... Am einfachsten ist der Drawer-Controller einfach. Wir haben keinen Quarz mehr. Gut, ich gehe nochmal kurz in die Hölle. Ich brauche noch unbedingt mal irgendwie ein Jetpack oder irgendwas. Und ich möchte natürlich auch weitermachen mit den ganzen Quests, aber ich selber bin halt jemand, ich automatisiere super gerne alles. Ja, danke. Und dementsprechend versuche ich, oder... gucke ich halt auch erstmal, was man so machen kann, nenne ich es jetzt einfach mal, bevor man die Quests einfach nur stupide durchzieht. Habt ihr bei Evolved, wurde das ja auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, angemerkt, dass ich zum Schluss einfach nur noch die Quest durchgerusht bin. Und das will ich hier halt nicht machen. Ich will hier halt wirklich gucken, dass ich vernünftig alles zeige. So, ja, Kobalt-Level, ja, toll. Das heißt, ja, da will ich auch nochmal demnächst bei Kobaltwerkzeuge machen, damit ich nicht immer wieder eine Diamantspitzhacke machen muss. Weil, ja, unsere Eisenspitzhacke ist halt auch nicht unbedingt die beste. Ist halt, vor allem jetzt durch den Modifier mit Silk, ist sie halt noch schlechter geworden, streng genommen. So, dann haben wir das Ding. Dann hat sich mein Inventar wieder sortiert. Warum? Ich verstehe es nicht. Und ja, ich muss gleich nochmal gucken, wie viele Sachen wir eigentlich haben. Denn meine Idee ist, dass wir hier das einmal so rum machen. Und quasi andersrum hier ja, ich mach's mal so. Von oben her. Nein, das ist genau falsch rum, glaube ich, gerade gelaufen. Das war knapp. Nee, Servo zieht raus. Ist richtig. Ach, ich habe nur drei Retriever gebaut, deswegen. Ups. Das heißt, Retriever. Bitte noch zwei Stück. Und so. Denn die müssen natürlich das Sulfur wieder zurückziehen. Und andersrum ist es so halt einfacher zu lagern. So, das heißt, ich werde jetzt gleich einmal stückweise gucken, was hier so rauskommen kann. Aber erst einmal... Ups, ja gut. Ist nicht mal schlimm. Dann können wir hier sogar was machen. So, den auch noch einmal. Dann... einmal mit Stromkabel verbinden. Und hier müsste irgendwo das Strom sein. Das Strom. Der Strom. Ja, genau. So. Und jetzt sollten alle davon Strom kriegen. Genau. Und wir kriegen hier schon jede Menge hübscher Elemente. Der fordert aber gut was an. Oh, die reichen nicht mal zum Raussaugen. Ups. Dann. Ja, doch, könnten wir eigentlich. Doch, machen wir sogar so. So, du mal kurz weg. Und dann hier bitte wieder verbinden. Dann saugen die quasi direkt aus den Maschinen... Ne, die können jetzt nicht mehr aus den Maschinen raussaugen. Shit. Ja. Ich bin gerade am überlegen, wie ich das am besten mache. Aber, ne. Ich glaube, so wie das jetzt ist, ist es so ziemlich... die einzige vernünftige Möglichkeit, das zu machen. Gut. Das heißt ja, das ist natürlich alles voll.
Das ist irgendwie klar. So, für Indium machen wir das ja und für Scandium. Dementsprechend möchte ich die... Das Ding ist schon wieder voll. Ist hier noch irgendwas, was da rein sollte? Komm, machen wir uns mal einen ganz kurzen Key. Ja, ich habe keine Upgrades mehr, war ja irgendwie klar. So. Zack. Einmal abschließen. Also ich erkläre es gleich alles einmal in Ruhe. Keine Angst. Wir müssen jetzt nur einmal gucken, ob wir quasi alle Elemente da irgendwie unterkriegen. Nein, kriegen wir nicht. Wo kriegen wir das her? Aus allen anscheinend. Warte, das sind 3 Stück. Das sind 7. Und das ist sehr viel mehr. Okay, das heißt, ich brauche noch mehr. So, reicht das jetzt? Nein, shit. So. Einmal bitte abschließen wieder. Ne, jetzt habe ich alles aufgeschlossen. Bitte einmal abschließen. Und Tungsten fehlt immer noch. Okay. Wie gesagt, es ist erstmal nur eine temporäre Lösung. Auch wenn die mir nicht wirklich gefällt, um ehrlich zu sein. Aber hier sieht man schon, okay, ich gehe einfach mal davon aus, dass wir schneller White Antimatter kriegen, als das hier verbraucht wird. Also müssen wir uns eventuell für die 16 Stück gar keine Gedanken drüber machen, wie wir das jetzt aufteilen. Warum packst du jetzt hier keinen Tungsten raus? Weil du nicht schnell genug bist. Okay. So, da müssen wir natürlich auch dann nochmal vernünftig durchgehen und gucken. So, jetzt hat's gepasst. Ja. Das heißt, wir können jetzt hier alle Elemente raussiegen, saugen lassen. Wie auch immer, auch wenn es verdammt langsam ist. Wir kriegen hier auch einiges an Indium und Scandium raus. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, wir packen da überall einfach mal ein Upgrade rein. Okay, wir packen da 2 Upgrades rein. Ach komm. Ich schließe den auch mal ab. Einfach pro forma halber. Toll, ist da wieder Schluck auf. Genau, hier ist halt auch das Problem. Hier brauchen wir definitiv eine bessere Servo. Können wir mal ganz kurz reinpacken. So. Und einmal mit Merlum upgraden. Dann kriegen wir da vielleicht auch mal alles raus. Denn hier ist nämlich das Problem, dass hier eigentlich immer Items drin sind. Das ist halt minimal nervig. Und warum wird das jetzt nicht weniger, sondern mehr? Okay. Verstehe das? Ah, jetzt ist weniger. Ja, jetzt wird es weniger. Okay, gut. Dann klappt das auch. Hier habe ich mittlerweile eine weitere Kiste hingestellt, weil die andere halt voll ist. Einfach damit die Mobfarm erstmal weiterlaufen kann. Müssen wir uns demnächst auch mal drum kümmern, dass wir da vernünftig vorankommen. Ah, komm, packe ich mal überall 2 Stück rein. Passt. Gut, dann einmal wieder wegpacken. Wie sieht es hier aus? Ja, jetzt wird es weniger. Passt. Ja, wobei die... Komm, wenn wir schon dabei sind. Okay. Machen wir da auch gleich eine bessere Servo hin. Also, was soll der Geiz? Wir haben das Material, also... Ach, shit. Ich habe ja die... Ja, ich hätte auch normale Servos nehmen können. Ich müsste nicht die Harden nehmen. Aber egal. So, jetzt sollte es schneller gehen. 28, 65. 2 Stück. 0. Und 0. Genau. Und jetzt sollte das auch. Ja, ist rapide runtergegangen mittlerweile. Passt. Ui, 2000 White Antimatter. Nicht schlecht. Gut. Dann läuft die Anlage jetzt. Das Einzige, was mich noch stört, ist, dass die halt wortwörtlich voll läuft. Warum? Warum saugt ihr hier nichts raus? Da ist jetzt gerade Sulfur. Warum wird hier unten gerade nichts rausgesaugt?
Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Dinger nicht mag? So. So. Okay, jetzt saugt er das auch raus. Oder geht das nur ein pro Eingang? Dass sie gar nicht drei Stück gleichzeitig reinpumpen können. Das wird natürlich einiges erklären, warum denn nur der erste immer funktioniert, aber wie blöd ist das denn? Ja, wie mache ich das am besten? Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wäre sehr viele Conduits verschwenden und einmal hier hinten rum. Das kannst du noch legen. Gucken wir mal, ob es dann besser funktioniert. Ja, einige nehmen das wirklich. Und es funktioniert um einiges besser. Warum? Weiß einer von euch warum? Oder bin ich einfach nur zu blöd, die Dinger zu benutzen? Was ich nicht ausschließen möchte, aber... Da. Nee, nicht Fluiduct. Itemduct. Danke. So. Ja, und die gehen auch wieder. Dann geht anscheinend hier wirklich nur einer pro Slot? Okay. Das könnte erklären, warum die Anlage hier drüben immer vollgelaufen ist. Hm. Komisch. Auf jeden Fall, jetzt läuft sie. Sagen wir es mal so. Der hier ist halt, ja, ich nenne es mal langsam. Aber kann ich jetzt nicht wirklich viel dran ändern. So, dann sieht es auch wieder ein bisschen schöner aus. Ah, komm, machen wir hier auch mal zu. Dann machen wir jetzt einfach mal kurz ein bisschen die Verschönerungsarbeiten. So. Dann euch einmal abreißen. Ja gut, ihr könnt da erst nochmal stehen bleiben. Ihr stört noch nicht. Was habe ich noch? Ja gut, das Ding kann ja nicht auch weg. Brauche ich nicht mehr. Dann einmal ihr weg. Solange ich mindestens eine Netherwarze habe, ist ja alles in Ordnung. Und da ich nicht vorhabe, die ganzen Netherwarzen alle wegzumachen, passt es eigentlich. So. Du auch weg. Ihr auch weg. So. Mir egal, dass jetzt ein bisschen was runtergefallen ist. Ich habe genug von dem Zeug. So, mache ich das auch einfach mal direkt weg. Aber Dirt habe ich, glaube ich, gar nicht genug. Dirt habe ich wirklich eventuell ein bisschen zu wenig. Aber... Oh. Und White Antimatter. Gut zu wissen. So. Brauche ich noch ein bisschen mehr davon. Und dann haben wir sogar jetzt auch schon das umgebaut. Oder ein bisschen schöner gemacht. Mob Farm kann auch weg. Also... Man merkt vielleicht, dass ich mir gerade nicht was ausgedacht habe, was ich noch machen kann. Weil ich damit gerechnet habe, dass ich ein bisschen länger für das Ganze brauche. Dementsprechend, ja. Gibt es jetzt halt mal eine Umbaufolge. Ist, glaube ich, auch nicht unbedingt schlecht. So. Dann einmal mit der Hand. Dim-di-dim. Ich habe jetzt keine Lust, mir noch eine neue Axt zu holen. Ja, wobei, ich muss eh nochmal wieder hin, weil höchstwahrscheinlich die Antimatter nicht reichen werden. Aber dann sieht das wieder einigermaßen schön hier aus. Ach, ist das angenehm. Dann sieht es wirklich wieder schöner aus. Kaktusfarm und sowas kommt ja sowieso dann bald eine automatische. Da muss ich nochmal gucken, wie genau wir das machen. Vielleicht über einen Harvester oder so. Oder wie auch immer der jetzt mittlerweile heißt, keine Ahnung. Aber ja, sobald wir halt die Deep Storage Units haben, kommt halt als erstes hier eine Anlage hin mit allen 16 Antimatter. Boah, ich glaube, wir verbrauchen noch schneller Antimatter als es produzieren, aber ja, mit Round Robin, es kommt jeder mal dran. Fertig. Wir haben da jetzt nichts, wo wir wirklich große Mengen von brauchen. Und wenn wir irgendwann mal von irgendwas große Mengen brauchen, kann man immer noch mal überlegen, das irgendwie umzubauen oder so. Alternativ wäre halt so ein Redstone-System.
Was ich vorletztes Mal, glaube ich, vorgeschlagen habe, da bin ich jetzt aber eher von weg. Weil es bringt halt nichts, wenn wir sagen, produziere Kupfer beispielsweise nur bis zu einer gewissen Menge. Das ist halt, ja, es bringt nichts, wenn wir es begrenzen. Das ist das Problem dabei. Deswegen bin ich da nicht so ganz der Fan von. Also natürlich, wenn ihr es mal sehen wollt, immer noch wieder, dann können wir es gerne mal machen. Dann müssen wir mal schauen, wo sich das anbietet. Und ja, dann, also nachdem das da kommt, hätte ich gedacht, dass wir dann die Farm mal fertig machen. Also quasi erst das Lager, wenn wir jetzt das ganze Indium und Scandium haben, wo wir gut was von kriegen, würde ich mal behaupten. Das sind schon ein paar Ingots. Bauen wir das Lager hier auf, komplett mit Storage Bus, allen drum und dran, dass wir das an dem System ran haben. Und dann können wir quasi alle normalen einelementigen Sachen, sage ich jetzt mal, schon da reinpacken. Was schon ein guter Fortschritt ist, sagen wir es mal so rum. Dann Antimatter da drüben und dann entweder die Farm oder den Kram mal schön aufbauen. Wobei ich den Kram hier vielleicht sogar mehrstöckig bauen möchte. Einfach weil der Vakuumator natürlich auch nach oben hin einsammelt und dann halt viel, viel mehr Output hat. Was halt tendenziell sinnvoller ist, sage ich mal. Wobei natürlich, wenn wir hier Strom anschließen, werden wir wahrscheinlich auch so genug von dem Zeug kriegen, was wir aus Kakteen bekommen. Ja, wenn ihr auch noch eine Idee habt, welche Anlagen ich bauen sollte, welche wir bauen können, wie auch immer, um verschiedene Elemente zu kriegen oder verschiedene Ressourcen, könnt ihr es mir gerne sagen. Und auch nur einfach zerlege XY in großen Mengen und ich überlege mir dann eine Anlage. Also werde ich höchstwahrscheinlich sowieso bei fast allen machen. Aber ja, wenn das so ein Tipp ist, auch gerne her damit. Und dann würde ich sagen, Fingers zugeguckt habt, lasst Kommentar, Bewertung da, etc., etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.